vorne haben wir dann noch größere Seelachsstückchen, vor allem auch für die Katzenhaie. Der Werner, ist der Werner. Ja. So, und ich habe ja gerade zu den Brachbarschen und Werner erzählt, dass das ja eigentlich auch ein Speisefisch ist. In dem Alter würde ich das nicht mehr probieren, da gibt es dann bessere Alternativen. Wir haben jetzt zum Beispiel Doraden drin. Die Doraden, das sind die hier vorne schwimmen gerade welche, diese großen ovalen Fische mit diesem einen schwarzen Fleck am Kiemendeck. Also da gab es glaube ich eine Forelle für den Werner. Bei der Dorade ist es so, die Tiere werden oftmals in Aquakulturen gezüchtet. Das sind eigentlich Teichanlagen oder Käfiganlagen im Meer. Und die Besonderheit ist, dass wenn die Doraden auf die Welt kommen, gibt es ausschließlich männliche Nachkommen. Also alle Jungtiere sind Männchen und nach einigen Jahren wandeln sich dann alle in Weibchen um.